ISA 12. Hier ISA 12. Fahren Sie zur Christiniusstraße 10. Hilferuf aus dem zweiten Stock. ISA 12 fährt. Richtig. Schon. Oh, Verzeihung, wenn ich störe. Gehst du da runter? Was ist denn nun schon wieder los? Kann ich mich denn nicht einmal eine Minute aufs Ohr legen, ohne dass es Krach gibt? Krach? Vielleicht überlegst du dir mal, wer hier Krach macht. Das verdammte Vieh hat mir meine letzte Kristallvase runtergerissen. Oh, jeden Tag ist was anderes mit diesem Viehzeug. Viehzeug, wenn ich das schon höre. Ich hab da 100 Mal gesagt, sowas kann doch passieren. Oh, mal passieren. Gestern eine Kaffeetasse, vorgestern der Bückling. Und du? Du kümmerst dich einen Dreck darum. Wer zahlt? Ich oder du? Ach, zahlen. Ich muss damit leben. Ein Hund, eine Katze, das Aquarium. Und wer hat die Arbeit? Ich oder du? Ich fütter doch meine Fische alleine. Weißt du, was meine Mutter gesagt hat? Rausschmeißen würde ich die ganze Blase. Sag mal, bist du eigentlich mit mir oder mit deinem Viehzeug verheiratet? Ja, ja, deine Mutter. Hör mal bloß auf mit deiner Mutter. Hab ich die Nase voll. Fängst du schon wieder an? Aber das eine kann ich dir sagen. Meine Mutter, nicht einen Tag wäre die mehr hier. Na ja, deine Mutter aber. Ich bin da ja nur anders. Ich halte es ja aus bei dir. Mach du mal, dass du in Dienst kommst. Klar würde ich nur eine küssen. Ich glaube fest, mich Beppo. 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 Wer bist du ja? Mach dir nichts draus, Beppo. Der geht vorüber, weißt du? Aber die Tante Edith, die hat ihr gestern das Kaffeekränzchen geschmissen. Das müssen wir beide nur ausbaden. Und wenn sie da nichts zu fressen gibt, dann sagst du Bescheid. Bin ja auch noch da. Mach's gut. Na, Huber? Liest wohl nach, wie tüchtig du wieder gewesen bist, was? Ich hätte schon gehen. Zuhört einmal. Lebensmüde, was? Hab ich ein Glück, dass ich kein Fußgänger mehr bin. Hat dich jemand nach deiner Meinung gefragt? Geht einmal, reg dich nicht auf. Na, sowas haben wir gerne, Mensch. Wenn's dem Herrn nicht passt, soll er sich eine andere Besatzung aussuchen. Na. Ja, Dombrowski. Ich weiß schon. Na, Schmarrn. Der Dombrowski schlechter Laune. Das ist alles. Mit einer neuen Besatzung ist genau wie mit einer Ehe. Man muss sich zusammenraufen. Geht einmal. Na, dann rauf doch mal zusammen. Und damit wir es leichter tun, ich finde, wir sagen jetzt du. Ich heiße hier alles und heute auf die Nacht, da trinken wir einen drauf. Dieter. Mein werter Name ist Herbert. Herbert sagt kein Mensch. Der Dombrowski heißt Dammerl. Darf ich mir erlauben, die Herren heute Abend zur Feier des Tages zu Pressagon Bier einzuladen? Das ist ein Wort. Dammerl, wir sind eingeladen. Statt Bier sagen wir Tee und dafür backen wir sofort. Was, ihr wollt jetzt essen gehen? Nein, nichts essen. Ich hab bloß gesagt, ich weiß, was einen guten Pressag gibt. Der nächste Wagen zur Turmstraße. Das ist leider um die Ecke. Hier ist er 12. ISA 12, fahren Sie Turmstraße 23. Im dritten Stock wird jemand mit einem Messer bedroht. ISA 12 fährt. Richtig. Aber der Pressack, der kommt man nicht aus. Also, wo ist denn das? Ja, ja,
Garagen schon. Die Brüder und der alte Speierbacher, ja, die werden sich ja alle streiten. Aber das Mal ist was passiert, sage ich einer. Ja, also geschrien haben die, immer lauter, ich bring die um, und dann ist zugegangen, Herr Wachtmeister. Drunter und drüber. Und jetzt ist still. Ganz still. Ich hab schon gerufen und hab schon geklopft und alles, gell? Aber es rührt sich nichts mehr. Da ist sicher was passiert. Ja, schicken Sie einer, dass nicht noch mehr passiert. Aber wissen Sie, Herr Wachtmeister, der alte Steierbach ist nämlich der Untermieter von der Bruderin. Ja, früher hat's geheißen, die haben was miteinander. Aber in der letzten Zeit, da muss nicht mehr so stimmen, da ist was vorgefallen. Wissen Sie, Petersen vom ersten Stock behauptet nämlich, er hätte eine neue Freundin. Ja, und drum gibt's allerweil Krach. Naja, also verstehen kann man schon, gell? Den, was die aber zusammengehalten, die Bruderin, ja, also wissen Sie, wie in jedem hat der Kraft. Ja, und na, jetzt ist es halt endlich passiert, ne? Gehen wir nur zu. Ah, sehen Sie, jetzt ist still. Ja, ich hab vorhin schon gehorcht, aber vorhin hat's noch gejammert. Ah, oh, der Bruderin trau ich alles zu. Psst, jetzt höre ich was. Schritte. Pantoffeln. Der Brunnerin ist also nichts passiert. Die läuft nur rum. Wahrscheinlich versteckt sie. Geklingeln Sie noch mal, Herr Wachtmeister. Ich hab ihn Zeugin, dass sie gerufen hat. Ich bring dich um. Jetzt kommt's. Ja, was ist denn los? Polizei? Entschuldigen Sie bitte. Ja, was wollen Sie denn von mir? Ich glaube, es ist besser, Sie lassen uns erst einmal rein. Bedarf, Frau Bauer, wir rufen Sie später. Ja, aber ich bin doch die Zeuge, ich hab doch alles ja, gehört. Ja, später. Ich muss mit nein. Ja, später. Da steht die Bauer dahinter. Also ich habe noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt. Ja, aber wissen Sie, wenn diese alte Ratschen dazwischen steckt, da glauben Sie gar nicht, da kommt immer was. Das ja, regen Sie nicht auf, Frau Bruder, das werden wir gleich haben. Es hat hier also Krach gegeben. Krach nennen Sie das? Das ist ja eine Bedrohung, eine ständige Bedrohung, eine... Also nun erzählen Sie mal der Reihe nach, was vorgefallen ist. Ja, das geht jetzt schon seit 3 Wochen so, das kann man doch nicht gefallen lassen. Ich bin eine anständige Person und ich war immer eine anständige Person. Das wird Ihnen auch niemand abstreiten, aber ich meine... Abstreiten? Haben Sie eine Ahnung, was sich in der Wohnung herin abspielt, seit er da herin wohnt? Wer? Na, der Steierbach, der Schlawiner, der Ausgeschammte. Jetzt hat er sich eingeschlossen. Aber wir sind noch nicht fertig miteinander. Wissen Sie, Herr Wachtmeister, damals, wie er das Zimmer partout hat haben wollen, mei, wie hat er da gebettelt? Und was hat er mir da für Versprechungen gemacht? Na und jetzt, was ist jetzt? Ein Dreck hat er gehalten von seinen Versprechungen. Ja, ja, ich stelle also fest, dass Sie mit Herrn... Steierbach heißt er. Naja, Herrn Steierbach eine Auseinandersetzung gehabt haben. Stimmt das, dass Sie gesagt haben sollen, ich bringe ihn um? Ja, freilich habe ich das gesagt. Ich lasse mir meinen Frieden nicht länger stören. Und wenn das so weitergeht, dann wird er vergiftet. Da kenne ich nichts. Was sagen Sie da? Schauen Sie, Wachtmeister, das alles nur, weil ich nicht dulden will, dass er sein Besuch mit aufs Zimmer nimmt. Jetzt ist aber genug. Sie können mich beleidigen, so viel Sie wollen. Und wenn Sie 1000-mal die Polizei holen, aber auf Frau Altmann, da lasse ich nichts kommen. Frau Altmann ist eine anständige Witwe und hat noch immer um 10 Uhr das Haus verlassen. Da muss ich ja lachen. Jeder im Haus weiß doch, was Sie für einer sind. Was treibst denn mit der Altmann, wenn's da drin sind, hä? Stundenlang hört man kein Wort. Also, Herr Wachtmeister, muss ich mir das gefallen lassen? Also nur mal der Reihe nach und vor allen Dingen mal schön mit der Ruhe, ja. Es kommt auch gegen grünen Zweig. Also das Vieh muss hinaus, das bleibt mir keine Stunde länger mehr in der Wohnung. Ich hab's im Vertrag. Geh mal nach unten, sag Bescheid, ist nicht so tragisch. Also so kommen wir nicht weiter. Ich will überhört haben, dass Sie Herrn Steierbach beleidigt und bedroht haben, aber ich... Bedroht? Wer hat wen beleidigt und bedroht? Aber Frau Brunner, ich bin doch nicht taub. Umbringen, haben Sie gesagt. Und das mit dem Viech? Das würde vor Gericht schon eine ordentliche Beleidigung abgeben. Ja, mei. Jetzt verlangen Sie am Ende noch von mir, dass ich das Vieh Jakob nennen soll. Ich denke, es genügt, wenn Sie Herr Steierbach nennen. Steierbach? Mit dem, da rede ich überhaupt kein Wort mehr. Mit dem bin ich schon lang fertig. Der ist für mich Luft.
Aber sein Papagei, der Papagei muss hinaus oder ich bringe ihn um. Da kenne ich nichts. Was, Papagei? Warum sagen Sie das nicht gleich? Herr Steierbach, Sie halten in der Wohnung einen Papagei und Frau Brunner duldet das nicht. Dulden, das habe ich ja im Vertrag. Jegliche Tierhaltung ist verboten. Das steht schwarz auf weiß auf dem Papier. Na, und er hat es doch auch unterschrieben. Na, wie spitze, Herr Wachtmeister, was soll ich denn machen? Ich habe ihn doch von meiner Schwester geerbt. Und ich habe das Erbe nur antreten dürfen, wenn ich für Ihren Jakob sorge. Ich habe noch nie was mit Papageien im Sinn gehabt. Ich wollte ihn schon verkaufen. Aber wer kauft heute einen Papagei? Im Tierpark oben haben Sie genug davon und in der Zoologenhandlung auch. Und umbringen, das kann man doch nicht. Nachdem er doch von meiner Schwester ist, die so an ihm gehangen hat. Sag's selber, Herr Wachtmeister, was soll ich denn machen? Ja, wo ist denn das Tier? Darf ich vorangehen? Bitte schön. Ein lieber Kerl ist er, wenn er auch schon alt ist. Und so lieb und so gescheit. Mhm. So lieb, dass er mich gleich beschimpft. Und wenn er mich sieht, dann schreit er mir gleich eine Beleidigung an den Kopf. Sie wissen Sie, was ihm der da gelernt hat? Na ja, jetzt geben Sie schon mal eine Ruhe. So, stecken Sie vielleicht mit dem unter einer Decken. Oder glauben Sie nicht, dass das dieselbe Beleidigung ist, wenn es von einem Papagei kommt? Brav, brav, du bist ein braves Kerlchen, komm. Sieh, das ist aber wirklich ein Prachtexemplar. Das sagen Sie auch. Und ich sag, das Viech kommt hinaus, und zwar auf der Stelle. Das habe ich im Vertrag oder ich gehe vorgekriegt. Ja, ich will ja nicht neugierig sein, aber was hat denn der Vogel nur eigentlich gesagt? Was der gesagt hat? Ja, das kann man ja unmöglich wiederholen. Ja, für was halten Sie mich denn? Ich bin eine anständige Frau, zum Gegensatz von einer gewissen Person. Jetzt haben wir es. Jetzt haben Sie es selbst gesagt. Um ganz was anderes geht's, nicht um den Papagei. Aber weil ich mich für Sie privat nicht mehr interessiere, das ist's. So, und das muss ich mir sagen lassen, von meinen Untermietern, von so einem hergelaufenen Kerl, der nichts anderes kann, als mit dem Papagei dreckige Worte beibringen. Aber wir sprechen uns noch. Ich hol mir schon mal recht. Der Papagei muss hinaus. Der Papagei muss weg. Na, ich sehe schon. So gibt es keine Ruhe. Er muss halt weg, der Jakob. Ja, regen Sie nicht auf, Herr Steierbach. Es wird sich wer finden, der ihn nimmt. Wir müssen los da mal. Für uns ist die Sache erledigt. Hm. Sollen Sie den Vogel denn weggeben? Tja, wenn ich ihn in guten Händen wüsste. Und Luise, das ist nämlich meine Schwester. Und wenn Luise das Gefühl haben könnte, ich hätte für ihn alles getan. Ich will mal was sagen. Ich kaufe Ihnen den Vogel ab. Sie? Ja, ich. Heute Abend hole ich ihn ab. So, und jetzt fahren wir zur Franzi und machen Brotzeit. Der Vogel muss gefeiert werden. Was für ein Vogel? Der Dammerl ist seit 5 Minuten stolzer Besitzer eines Papageis. So, jetzt wollen wir mal sehen, was es Gutes gibt. Mir bringst 200 Gramm mit, gell? Ja, ist gut. Ich hätte gern 2x200 Gramm schwarzen Pressack mit Gewürzgurke. Ja, ist schon recht. Und du? Haben die den Pressack? Und ob die hat? Auch 200 Gramm. Mhm. Du, hör mal. Wir können doch jetzt nicht so einfach während des Dienstes... Was heißt denn da einfach, Mensch? Selbst der beste Beamte muss doch mal essen. Besonders dann, wenn er eingeladen ist. Nicht? Na ja, ein Protokoll aufnehmen. Beim Kauen, das macht sich natürlich nicht gut. Aber eine stille Straße, wenn nichts Besonderes los ist, dagegen ist doch nicht einzuwenden. Oder? Ach, ich werd verrückt. Der Huber telefoniert schon wieder. ISA 12, verstanden. Einsatz! Wir holen das alles später ab, ja? Foxy, nein. Die gönnen uns doch wieder gar nicht. Richtung Leim. Hier spricht die ISA. An ISA 10, 12 und 13. Wir erhielten soeben die Mitteilung, dass auf dem Gelände des Bahnhofs München-Leim ein Mann beobachtet wurde,
der an dem bewaffneten Raubüberfall in der Scharnitzer Straße beteiligt war. Nach der Beschreibung dürfte es sich um den flüchtigen Alois Detmold handeln. Der Täter wurde zuletzt am Rangierbahnhof gesehen. Beschreibung des Täters: ca. 35 Jahre alt, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Trägt schwarze Lederjacke und Golfmütze. Vorsicht, Schusswaffe. Sie werden bei der B30 gewartet. ISA 12 fahren Sie direkt zum Bahnhof München-Leim. Und suchen Sie von dort aus in Richtung Rangierbahnhof. ISA 12 verstanden. ISA 10, fahren Sie zum Birketweg. Dort befindet sich eine Einfahrt zum Bahngelände. ISA 10, verstanden. ISA 13, fahren Sie die Landsberger Straße stadtauswärts bis zur Einfahrt Friedenheimer Brücke. Suchen Sie bei den Lokomotivschuppen in südwestlicher Richtung. ISA 13, verstanden. An ISA 10, 12 und 13. Wir schicken Ihnen das Überfallkommando. Ich wiederhole noch einmal, Vorsicht, der Täter trägt Schusswaffe. Komm rasch! Geschossen? Nein. So, Dieter, jetzt bist du dran. Schau mich nicht so blöd an. Oder hast du euch auf die Polizei vergessen? Ich denke da besonders an Dombrowski. Seit der Zeit, dass der einen Papagei hat, ist auf jede Einladung angewiesen. Thank you.
schön mit der Ruhe jetzt. Jetzt heißt die Nerven behalten. Tief einatmen, entspannen. Ausatmen, dann schaffen wir es schon. So, jetzt werde ich dir mal was Schönes zeigen. Meine Frieda. Atzi! Atzi! So. Da, guck mal. Das ist der Jakob und das ist der Beppo. Küsschen! Der gefällt dir was? Brav, ganz brav und ganz vorsichtig. Herbert, warum kommst du denn erst jetzt? Ja, weißt du, ich hatte da... Ja, weißt du, wir haben mit dem Recht Bruderschaft getrunken. Und was ist das? Christian! Christian! Jakob heißt er. Du bist unverbesserlich. Besserlich!